Der Springreiter Ludger Beerbaum war mit Platz 3 bester deutscher Starter beim Weltcup-Springen in La Coruña. Der 55-Jährige aus Riesenbeck ritt mit Cool Feeling im Stechen ohne Fehler, aber für den Sieg nicht schnell genug. Den Sieg sicherte sich die Australierin Edwina Tops-Alexander mit Winkhester vor dem Italiener Emanuele Gaudiano mit Chalou. Christian Kukuk kam mit einem ebenfalls fehlerfreien Ritt im Sattel von Colestus auf Rang 6. Philipp Weishaupt verpasste mit Ski Fantastica das Stechen. Nach 7 von 13 Stationen der Westeuropa-Liga führte der Schweizer Steve Gerdat im Weltcup-Ranking vor dem Belgier Peter Devos. Punkt. Auf Rang 3 liegt Daniel Deusser.